Schöner erster Eindruck, sehr gut. Warum folgst du mir eigentlich nicht? Habe ich dir irgendwann gesagt, dass du stehen bleiben sollst? Dein Gesicht ist creepy. Oh, mein Freund, du bist ganz schön buggy. Wahrscheinlich, weil du auch aus einem anderen Mod kommst. Bestimmt deswegen. Egal, wir lassen ihn einfach hier stehen, dann macht er keine Probleme mehr. Wer bist du? Ah, ihr seid es. Ich grüße euch. Hallo. Oh, das sieht cool aus. Sofort stehen bleiben. Wow. Ihr habt gegen das Gesetz der Kernbruderschaft Ernsthaft jetzt? Kopfgeld 40? Wann habe ich das geschafft? Da. Wir werden auf die Wache gehen und euch nach Diebesware durch. Oh man, na gut, jetzt habe ich immerhin das Kopfgeld aus dem Kopf. Keine Ahnung. Okay. Whatever, guys. Ist eh nicht so wichtig. Wie sieht's denn mit meiner Ausrüstung aus? Bin ich irgendwo an irgendeiner Stelle nackig? Nö. Da hatte ich nichts Gestohlenes an. Passt schon. Passt schon. Warnung. Aufgrund einer bisher unbekannten Krankheit wurde dieses Gebäude geräumt und magisch versiegelt. Oh. Das klingt doch mal interessant. Tür. Nein, es geht nicht. Kann man nicht öffnen. Gehen wir hier kurz einen Spaziergang entlang. Schlossbezirk. Da gehen wir gleich noch hin. Go, go, go. Ah, ihr seid es. Ich... Ja, was ist los? Was wollt ihr? Was gibt's hier? Warum sollte ich gerade mit euch ein... Ach, Ruhe. Keine Lust, meine Güte. Tragt deine Nase woanders, aber nicht so weit oben. Hier, was haben wir noch so da? Nistau, lass sie doch zu Ende aussprechen! Als ob ihr nicht wüsstet, was er zu sagen hätte. Verwaltung der ewigen Bibliothek. Dann nehme ich an, sind die beiden großen Türen zu Bibliothek hinführend? Verwalter Tarsten ist mein Name. Wie kann ich euch helfen? Hallo, erzählt mir etwas über diesen Bezirk. Der Schlossbezirk beheimatet neben dem Sitz der Bruderschaft und dem Weißen Turm auch die ewige Bibliothek, das älteste Gebäude der Stadt. Keiner weiß wirklich, wann die Bibliothek erbaut wurde oder von wem. Aber es ist sicher, dass sie all das Wissen dieser Welt beinhaltet. Es gibt kaum eine Frage, auf die man in den endlosen Gängen der ewigen Bibliothek keine Antwort finden könnte. Das kann ich euch versichern. Alles klar. Passt auf euch auf in diesen Tagen. Der klingt zwar lustig, aber ist eigentlich ein ganz guter Voice Actor. Den kann man so lassen. Kann man so lasse. So, noch irgendwas hier? Haben wir hier oben irgendwas? Schlossbezirk, lalalala. Schlossbezirk. Gänge. Okay. Wir pfeifen uns jetzt nicht jeden Gang hier rein. Scheint aber ein bisschen größer zu sein. Ja, gut läufst du gegen deinen eigenen Schreibtisch. Der Mann hat Plan. So, dann da drüben, da haben wir schon alles geguckt. Da geht's zum Schloss. Nein, die Treppe sind wir noch nicht hoch. Genau. Und... Schön, euch mal wiederzusehen. Meralos Drenims. Das ist einfach abgeschlossen. Hier haben wir noch irgendeinen Händler. Zur ewigen Trunkenheit. Die haben echt überall eine Taverne in jedem Bezirk. Dreckige Säufer hier. Ah, ihr seid es. Ich grüße euch. Ich will auch so ein Hüterwachen-Outfit. Hüterwache Attestes. Was kann ich für euch tun, Bürger? Tanzen. Passt auf euch auf in diesen Tagen. Ah, schöne Musik. Der Händler rennt extra von unten zu mir hoch, weil er mich nicht im Blickfeld hatte. Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Was kann ich bringen? Die Gäste erzählen sich recht viel. Okay, der hat nur gesagt, nichts. Man sieht sich. Irgendwelche interessanten Gäste, was haben wir da? Framano. Framonos. Oh, lecker, Framonos. Ich würde ja eigentlich mit Y jetzt ein bisschen durch die Gegend werfen, aber leider weiß ich, dass das als Diebstahl gilt. Selbst wenn ich sie nur kurz anhebe. Was tut ihr da? Da kommen Fingerabdrücke drauf. Das ist nicht nett. Okay. Dann gehen wir mal hier nach vorne. Die ewige Bibliothek, die schon mal einen richtig coolen Eingang hat. Oh man, really? Ja, hat sonst ist hier nichts in dem Bezirk? Nur dieser eine Platz?
Ha. Schlossbezirk. Kann man den Schlossbezirk noch gar nicht betreten? Ich habe in so vielen Häusern Türen zum Schlossbezirk gefunden. Unter anderem auch... nicht da. Unter anderem auch hier irgendwo. Achso, ja, klar, dieser Platz wird auch Schlossbezirk genannt. Ja, sonst jetzt nix? Ah, da, Innenhof der Arkanen Bruderschaft. Die Arkane Bruderschaft, die ja angeblich so einen wahnsinnig schlechten Ruf hat, zumindest unter den Armen der Stadt. Okay, sieht ganz nett aus. Nichts Besonderes, also einfach ein gigantischer Platz mit ein paar Bäumchen. Sieht aber schön fresh aus. Nett, nett, nett. Oh, okay. Nicht betretbare Türen. Scheint es wohl so einige hier zu geben. Wow, okay. Gewaltige Flächen mit Türen, die man nicht betreten kann. Oh Gott. Ja, super Bruderschaft. Ihr habt hier ordentlich Gelände zum Protzen, aber wenn ich auch noch was betreten könnte, das wäre nicht schlecht. Oh, okay. Bäume, die ein bisschen durch den Boden gehen. Ich hatte mir eigentlich hier irgendeinen coolen Ausblick erhofft, aber irgendwie ist da nur ein Mond, der ganz okay aussieht. Und die Spiegelung des Mondes im Wasser und ansonsten eine weite Weite. Eine weite Weite voll Wasser. Gibt es echt gar nichts in diesem Viertel? Kann doch nicht sein, das ist doch hier dieser Hauptsitz der Unterdrückung und so weiter. Die müssen doch irgendwelche begehbaren Häuser haben. Ich sehe hier gerade nur gewaltige Hallen, Statuen und Bäume. Bin jetzt zum größten Teil auch den ganzen Weg da hinten abgelaufen. Ich habe natürlich jetzt nicht jeden Zentimeter abgesucht nach irgendeiner winzigen Tür. Aber... okay. Nein, schaut, ich habe hier alles abgesucht. Keine Tür. Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Wundert mich auch so ein bisschen, dass jetzt schon wieder Nacht ist. Das ist ein klein wenig komisch, weil ich erst vor kurzem wieder bis tagsüber gewartet habe. Aber scheinbar lässt sich unser Charakter wahnsinnig viel Zeit, um durch die Distrikte zu reisen, wenn wir ihm sagen, dass er einfach mal irgendwo automatisch hinlaufen soll. Hier ist eine Tür, oder? Nein! What? Ist der Bezirk einfach noch nicht fertiggestellt? Also das ist hier auch gerade der einzige Bereich. Ja, ich habe alles geguckt. Schaut euch das an. Hier sind keine Türen, kein gar nichts. Innenhof der Arkanen Bruderschaft. Ja, wie kommen die Leute überhaupt in erster Linie in diesen Innenhof, wenn es scheinbar kein Gebäude gibt? So, hier haben wir alles. Letzter Stopp, meine Freundin Adash. Nördliches Totenportal und dann hätten wir auch schon die ganze Stadt unter die Lupe genommen. Hoffentlich werde ich das irgendwie in eine Folge packen können. Boah, das sieht hier wiederum cool aus. Für meinen Geschmack ein paar zu viele Sterne am Himmel. Oh mein Gott! It's over 9000! Und eine ganze Galaxie, sehr schön. Wo war ich gerade stehen geblieben? Ach so, genau. Es ist ein klein wenig ermüdend und anstrengend, halbstündige Folgen zu machen. Das dauert nämlich sehr lange. Bis so eine Folge erstmal steht. Ja, großartig. Wenn ich nichts sehe, dann bringt mir das hier auch nichts. Übrigens hier, mein Angebot steht immer noch. Also was heißt Angebot? Wäre immer noch richtig cool, wenn irgendjemand mir einen Mod erstellen könnte. Wie in Skyrim zum Beispiel, wenn man so ein Licht in die Luft schießt und dann fliegt das einem ein bisschen hinterher. Und dann hat man es die ganze Zeit um sich herum hell. Oder allgemein, wisst ihr, dieser... oh man, jetzt muss ich erstmal wieder hier finden, ne? Auf hier, ne? Dieser Zauber, im Prinzip der gleiche Zauber, bloß einfach in weiß oder in Fackelfarbe. Das wäre auch super. Oder in Fackelfarbe... und das wäre sehr willkommen geheißen von mir. In Fackelfarbe und vielleicht auch die mit der gleichen Reichweite wie eine Fackel, weil... also bitte, ich sehe hier keine 5 Meter weit.
Ein unmögliches Schloss. Weißt du was, Gittertür? Du bist einfach unmöglich. Weil ich gerne mit einem Zauber rumlaufen würde, der mich angenehm alles sehen lässt. Oder zumindest eine gewisse Reichweite hat und nicht alles in grün färbt, was das Originalfeeling des Dungeons eigentlich immer kaputt macht. Die scheinen zum Teil aktivierbar zu sein. Ob ich hier wirklich irgendwen aktivieren werden kann? Ich weiß es nicht. Na gut, aber ich werde jetzt auf jeden Fall nicht jede einzelne Krypta ablaufen. Vielleicht noch diese hier, wenn ich rein kann, weil die so ein bisschen besonders mittendrin steht und nicht direkt am Rand. Die hat aber keinen Zugang. What? Also ganz im Ernst, ich finde es besser, wenn so ein Teil irgendwo eine Tür hat. Oder, ja gut, vielleicht hat es ja einen unterirdischen Zugang. Eine Tür hat, die man nicht öffnen kann, anstatt einfach eine Steinwand rundherum. Wie kommen die Familienangehörigen da rein? Oder haben die einfach die Leichen da reingebettet und dann zugemacht? Zwar gibt es hier scheinbar keinen Content, aber ich finde den Friedhof sehr hübsch designt, das muss ich dazu sagen. Er sieht nicht leer aus, so wie der Innenhof der Arkanen Bruderschaft. Schön dicht besiedelt von Gräbern. Ich finde mich zwar hier nicht so wirklich zurecht, aber es sieht sehr hübsch aus. Totenportal, oh Gott! Jetzt erkenne ich das erst, schaut euch das an. Das ist so eine riesige Fratze mit so spitzen Zähnen, die schief reinragen und Augen da oben. Wo führt das denn hin? Nirgendwo hin. Ah, wie lame. Jetzt dachte ich schon so, oh, mega geil, das führt mich in irgendeinen brutalen Bereich rein. Nope. Ah, das sieht noch besonders aus wie eine Kathedrale oder sowas. Eine Kapelle, da gehen wir noch rein. Ah, okay. Einfach eine leere Kapelle. Ah, wir können hier noch nach oben. Aufs Dach. Ah, okay. Gut, also sonst gibt es hier... Wo zur Hölle läuft der Typ rum? Sonst gibt es hier nichts, weißt du was? Dann machen wir es so, wir gehen jetzt einfach zur Weißen Exklave. Ich gehe noch nicht die Nebenquests machen. Ich will erstmal der Hauptquest so ein kleines Stückchen weiter folgen. Und dann schauen wir einfach mal so, wie das hier laufen wird. Wo zur Hölle zeigt mir denn... Ah, das ist der andere Bereich, von dem mir einige Leute erzählt haben. Weil ich den einen Durchgang in dem weißen Zirkel in der Exklave nicht gefunden habe. Und dann wäre ich hierhin gekommen, Spinnenseide gesucht. Ich gebe bekannt, dass ich bereit bin, für einen guten Preis für frische Spinnenseide zu bezahlen. Und so, es gibt eine kleine Höhle namens Höllloch. Am Ufer, nur wenige Schritte südlich der Herberge an der Nordbrücke. Dort ist sicherlich eine angemessene Spinnenpopulation zu finden. Ja. Ich bin ganz ehrlich nicht so ein großer Fan von MMO-Quests. Also sprich, töte 10 Bären und bring mir ihr Fell. Töte 10 Wölfe und bring mir ihr Fell. Und jetzt, Achtung, töte 10 Schweine und bring mir ihre Nasen. Pff, keine Ahnung, was du damit machen wirst, aber die Quest erscheint mir sehr unnötig. Klar, die gibt es in jedem Spiel immer wieder mal so ein bisschen. Das ist gar nicht zu vermeiden, aber wenn möglich, bevorzuge ich es, solchen Quests aus dem Weg zu gehen. Da habe ich es doch lieber kreativer. Ich mag es ganz ehrlich mehr, ich weiß nicht, wie es mit euch steht, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich ziehe es eher vor, wenige Nebenquests zu haben, die wirklich besonders sind und halt, wo auch ein paar Ideen eingeflossen sind, anstatt massig viele Quests zu haben, wo einfach es heißt, hier hast du Rationen, bring sie den Soldaten, bevor sie verhungern. Okay, klack, klack, klack. Und dann einer der Soldaten, oh, du musst mir helfen, wir werden gerade überfallen, töte die Soldaten. Zack, zack, zack. Sehr gut, vielen Dank, hier hast du 500 Gold. Wie, das war's? Okay. Einfach solche, ja, ja, ihr wisst, was ich meine. Seid gegrüßt, wie kann ich euch behilflich sein? Ein jedes Land und eine jede Zeit braucht ihre eigenen Abenteurer und Helden. Und ich bin nun mal der Mann, der diese tapferen Männer und Frauen die nötige Ausrüstung geben kann.
Demnach läuft das Geschäft stets recht gut. Okay. Verstärkter Ebenholzpfeil, das hört sich doch interessant an. Namadash Elfenbogen, oh! Die haben auch eigene Bögen, aber mit 21 Angriff ist der natürlich eine ganze Ecke schlechter als der hier. Und die verstärkten Ebenerzpfeile machen 18 Schaden. Ja, da bin ich gerade, aber nur durch den Pfeilmod wohl bemerkt, ein bisschen besser dran. Okay. Lebt wohl. Danke und auf bald. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich mal die Fackel raushole, bevor ich jemanden anspreche, damit ihre Gesichter erleuchtet sind. Weil es sonst immer ziemlich dunkel ist und man nichts von ihnen erkennen kann. Die Häuser sind ja allgemein relativ dunkel, wie ihr seht. Die ist irgendwie trotzdem dunkel. Fühlt euch bei mir willkommen. Wie kann ich euch zur Seite stehen? Und die Dunkelelfen, die schon vorher existiert haben, die werden nicht so stark verändert von dem Face-Mod, weil ich habe andere gesehen, die fühlt euch beim deutlich besser aussahen, aber das funktioniert vor allem wahrscheinlich, wenn man einen neuen Charakter erstellt. Lebt wohl. Man sieht sich sicherlich. Ja, total wird man sich sicherlich sehen. Okay, raus hier. Nettes Häusle. Rote Exklave, grüne Exklave, Ordenshaus, wow. Ich glaube, das war hier echt der größte Bezirk, den ich übersehen habe. Ich halte es auch übrigens für gut möglich, dass ich in den anderen Bezirken jetzt irgendwelche Seitengänge übersehen habe. Da gab es ja auch einmal ein Schild mit schwarze Exklave. Und die bin ich ja jetzt gar nicht... Oh, ist das hier verschachtelt. Die bin ich jetzt gar nicht näher erkunden gegangen. Aber falls ihr mir sagt, hey, Stone, in den anderen Bezirken gab es noch riesige Bereiche, die du verpasst hast, dazu musst du so, so und so laufen, dann gehe ich da gerne nochmal hin. Ah, Vulkanglas, echt? Ich hoffe, es ist... Okay, du hast nix. Man, seid gegrüßt. Wie kann euch ein ehrlicher Schmied helfen? Weiß ich noch nicht. Oh, der hat schwierige Sachen. Oder nein, hier haben wir auch noch Namadash, Namadash, Namadash. Moment mal, 8 Schutz, das ist ja von Namadash. Und unsere unsere normale Elfenrüstung hat auch 8 Schutz, also alles noch im Rahmen. Stahl, Vulkanglas. So, jetzt kommen wir ans Eingemachte. Ich hätte nämlich gerne eine komplette Vulkanglas-Ausrüstung, das könnt ihr, wie es aussieht, vergessen. Die haben hier nur 2 Teile, aber wisst ihr was, die kaufe ich mir einfach mal. Ist mir egal, wie viel ich hätte noch sparen können, ich hole mir einfach den Vulkanglaskram, wir haben eh genug Asche. Lebt wohl. Oh, damn, echt, leichte Rüstung war zu schwer. Ich konnte ja mit diesem Charakter absolut gar nichts tragen. Dabei wiegt das gar nicht mal so viel. Ach, das können wir noch verkaufen. Seid gegrüßt. Der hat zwar nicht so viel Geld, aber... Ja. Nimm mir das mal ab, mein Freund. Ich glaube, das war das Schwierigste. Jawohl, jetzt können wir locker wieder laufen. Das Schwert hat massiv Gewicht weggenommen. Ja, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, gerne. Aber irgendwie hast du nichts im Angebot. In diesen Tagen? Ja, ja. Genau, ich gehe da mal ein bisschen hier weiter, durch den Westbezirk. Der wahnsinnig groß ist, ist die grüne Exklave, hallo? Ja, schön, mit grünen Fahnen, ja. Grüße. Ja, Grüße, ja. Ja, wow, unter den Arkaden, wie schön, noch was zum Saufen, als ob wir nicht genug davon hätten. Tavernenlager 8, das ist sogar eine Außentaverne, sieh mal eine an. Meine Grüße. Meine Grüße, ja. Willkommen in Unter den Arkaden, der einzigen Taverne im Westbezirk, die rund um die Uhr für ihre Gäste da ist. Was kann ich euch bringen? Wer liebt seinen Job? Pegaront liebt seinen Job! Ha, du bist ja voll enthusiastisch dabei. Von dir will ich nicht mal wissen, was die Gäste so machen. Sehen uns sicherlich wieder. Spendenbox. Geben ist seliger denn nehmen. Ah, ich kann es gar nicht ansprechen. Ich hätte das jetzt wirklich vielleicht etwas bespendet.
Die grüne Exklave gucke ich mir übrigens gar nicht erst näher an. Wir gucken hier so ein bisschen, na hallo, was geht? Willkommen in den Hallen des Ordens. Wie kann euch ein alter Mann helfen? Oh, du bist der Drecksack, der durch Enna gesprochen hat. Die Stimme erkenne ich doch wieder. Du kannst mir nichts vormachen hier, was ist da los? Ihr habt ja das Sagen, ja? Gewiss doch, Ritterbruder Velen Saxius. Träger der goldenen Tapferkeitssonne am Bande und Vertrauter der hohen Herren des Ordens in Cerutil. Wenn ich mich so hochtrabend vorstellen darf, habt ihr ein den Orden betreffendes Anliegen? Nein, nicht wirklich. So, ich musste mir kurz was zu trinken einschenken. Wir werden sicherlich früher oder später wiedersehen. Na gut, sagen wir mal, bevor ich jetzt weitergehe, in den Westbezirk nochmal kurz durchrushen und danach in die Weiße Exklave. Willkommen. Kurz was zum Orden, weil du die komische Drecksackstimme hast. Wo soll ich denn noch anfangen? Der Orden hat eine lange und bewegende Geschichte hinter sich. Und selbst in diesen Tagen kommen unsere Schreiber in der Ordensfeste hoch oben in Cerutil kaum mit dem Schreiben nach. Wenn ihr etwas über uns erfahren wollt, dann rate ich euch, einige Bücher zu lesen. Okay. Oder Reisen zu einige der Exklaven zu unternehmen. Also gehören, glaube ich, jetzt irgendwie die ganzen Exklaven, also weiß, blau, rot und so weiter, alle zum Orden. Gesamt gefasst soll das der Orden sein. Und ansonsten hat er ja nur gesagt, liest ein paar Bücher. Sprecht geschwind, wenn es wichtig ist. Oder geht eures Weges. Ne. Was für ein Zirkel war der hier? Ist das der Rote? Was soll ich da schon großartig erzählen? Der Rote Zirkel wurde vor vielen hundert Jahren von Gavel Ignis gegründet. Schon damals hatten sich die ersten Anhänger der magischen Macht des Drachenfeuers verschrieben und selbst sogar Drachen abgerichtet. Und viele dieser Drachen stehen noch heute unter Kontrolle des Roten Rates. Man sollte es sich also gut überlegen, bevor man sich mit uns anlegt. Ja, ihr tragt irgendwie alle die Nase in den Wolken. Möge die Flamme des Drachen stets über... Okay, oh, der hatte so ein unangenehmes Knistern in der Stimme. So, weiße Exklave, rote Exklave. Ich will nur mal gucken, wie das aussieht. Rote Exklave, hier. Ist wahrscheinlich direkt... Hallo, deine Grüße, guten Tag. Ich wollte eigentlich nur schauen, wo die rote Exklave ist, weil die müsste doch irgendwo hier direkt angeschlossen sein, oder nicht? Auch an dieser Frontstellung beziehen kann. Ach, what? What? Ist hier einfach so eine Ecke, wo nichts drin ist? Bestimmt steht da ein Stand oder so, der einfach nur magisch ist. Den können wir nicht sehen, tut mir leid. Zum goldenen Vesrai. Ernsthaft? Schon wieder eine Taverne? Okay. I don't even care anymore. Wir machen jetzt weiter mit der Hauptquest. Bevor wir auch irgendwas Nebenquestmäßiges machen, ich bin jetzt heiß darauf, wie es weitergeht. Das wird wahrscheinlich das Interessanteste hier sein. Wenn ihr zu den Nebenquests aber noch irgendwie mir sagen wollt, hey Stone, du musst unbedingt die und die Nebenquest machen, die hat echt einen geilen, richtig, richtig geilen Hintergrund, dann mache ich das natürlich noch. Aber ansonsten würde ich einfach mal sagen, wisst ihr was? Wir machen das ein andermal. Entweder am Ende vom Let's Play oder, also von Let's Player Dash. Oder wir werden einfach mal sehen, wow, ist das hier finster. Noch mehr verrückte Magier. Nur diesmal kommen die extra aus Tamriel hierher nach Adash. Das habe ich bereits von anderen heute gehört. Man sieht sich. Seid gegrüßt. Große. Ja, kann ich euch helfen? Oder warum sprecht ihr mit mir? Ach, nur so. Auf Wiedersehen. Seid gegrüßt. Wie kann der Weiße Zirkel euch helfen? Ach, gar nicht. Gar nicht. Ich gehe jetzt einfach weiter. So. Kurz mal den Enna ausmachen. Reden wir mit ihm. Was ist denn Sache, mein Freund? Boah, das ist ja richtiger Netzhautflash, wenn man von drinnen hier rausgeht in den Hof der weißen Exklave. Oh man. Muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden, wo der Typ hier herumläuft. Das Ding ist ja riesig. Gastgemach. This one? Nee. This one? Nee. Oh Gott. Nee, das ist der Innenhof. Oh Gott. War die Treppe oben oder so?
Hier gibt es so viele Gänge. Oh, hättet ihr das noch geiler machen können? Oh, man. So, hier, Treppe hoch. Noch mehr Treppe hoch, noch mehr Treppe hoch. Dann links. Und dann hier, ja. Hi, wer bist du denn? Seid gegrüßt. Glamriel, warum sollte ich mit dir sprechen? Ihr seid endlich hier. Enna hat so lange gewartet, wie er warten konnte. Wo ist er denn hin? Jetzt bin ich extra wegen ihm hergekommen. Er hat die Stadt durch das westliche Tor verlassen. Er sprach von einer wichtigen Mission, die die Bruderschaft ihm anvertraut hätte. Ich weiß nichts darüber. Er sagte mir nur, dass ich euch bei eurer Ankunft hier diese Nachricht übergeben soll. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Das hoffe ich auch. Wo ist er denn hingegangen? Ich weiß es nicht. Selbst die Bruderschaft hat kein Wort über diese Mission verloren. Passt auf euch auf. In diesen dunklen Zeiten können wir jeden gebrauchen. Okay. Erstes Kapitel, Ruf um Hilfe, Nachricht von Enna.